Guten Morgen, mein Name ist Matthias Papendieck. Ich bin Ihr Bundestagsabgeordneter aus der Region Frankfurt-Oder oder Spree. Komme aus dem wunderschönen Schneiche. Dort sind wir jetzt gerade vor Ort. Heute begleitet mich Zacher TV. Und wir werden heute ein bisschen berichten, wie mein Arbeitsalltag ist und wie ich für Sie Ihre Arbeit sozusagen im Bundestag umsetze. Starten beginnt es bei mir immer frühmorgens in Schöneiche. Das ist hier die Kita. Das heißt also, ich bringe meine Tochter zur Kita um 8 Uhr und fahre dann los in Richtung Bundestag. Also starten wir in den Tag. Ich steige mal auf mein Fahrrad und fahre dann mal los. Seit 2021 ist Matthias Papendieck Mitglied im Deutschen Bundestag für die SPD. Angekommen bin ich jetzt hier in Berlin. Fahrzeit war 1 Stunde 30, es ist 9.30 Uhr. Die Ausschüsse beginnen auch in der Regel um die Uhrzeit. Mein Arbeit- und Sozialausschuss befindet sich im Paul-Löbe-Haus. Und wir sind jetzt hier vom Bundestag. Für mich heißt es jetzt erstmal umziehen im Büro und dann geht's los. Auch während einer Sitzungswoche können die Menschen den Bundestag besuchen. Er ist Ihr Ort. Sie können hier sozusagen direkten Einblick auf unseren Arbeit nehmen. Aktuell haben wir verschiedenste Themen. Wir haben einerseits eine hohe Inflation von 7,9%, die vielen Menschen Angst macht. Wir haben ein Entlastungspaket beschlossen mit einem Gesamtvolumen von 30 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe. Und damit versuchen wir gegenzusteuern gegen die aktuelle Preissituation. Im Fraktionsraum der SPD. Die Brandenburger SPD hat derzeit 10 Sitze im Bundestag. Das ist gut auch so, aber wir brauchen Verbündete. Und daher ist es ratsam, dass man sich mit den anderen Landesgruppen, also die SPD-Landesgruppen, sich sehr wohl abstimmt, weil hier in der Fraktion, hier wird diskutiert, unten im Plenum werden die Reden gehalten und es wird erklärt, wie wir entschieden haben. Aber die Diskussion findet immer in der Fraktion statt. Matthias Papendieck ist Mitglied im Arbeits- und Sozialausschuss. Es wird hier im Detail diskutiert, wie zum Beispiel der Übergang von SGB III auf SGB II für Geflüchtete aus der Ukraine. Und man muss aber einfach auch eins sagen, man kann nicht alle Diskussionen komplett mitverfolgen als Abgeordneter. Man ist immer in seinen Themen tief drin und kennt dort die genauen Themen und Feinheiten. 8.000 bis 9.000 Schritte läuft Matthias Papendieck während eines Sitzungstages. Zwischen den Ausschüssen, zwischen dem Plenum, zwischen den Fraktionsräumen, Beratungen in Büros von anderen Mitgliedern des Bundestags, das ist in der Woche einfach Praxis. Dann nimmt er seinen Platz im Sitzungssaal ein. Bis 0.30 Uhr soll die Sitzung heute gehen.